Und damit würde ich sagen, ey Leute, was geht? Ketter begrüßt euch zu einer weiteren Folge von The Long Dark. So, hier lacht doch nichts. Ich habe mich ein bisschen vertan. Ja, die Sachen sind zerlegt. Wir sind leider immer noch etwas überladen, allerdings nicht mehr so extrem wie gerade. Und der Schneesturm hat sich jetzt in kürzester Kürze gelegt. Ich dachte jetzt schon, das wäre ein Wolf gewesen. Dieses Getabbel da gerade. Eben mal schön hinter sich schauen. Nicht angreifen lassen von den Viechern. Ich habe irgendwie ein bisschen Panik. Also Stöcker kann man ja theoretisch auch ins Feuer reinhauen, bin aber mal sehr gespannt, wie die so funktionieren. So, wir machen nämlich jetzt mal kurz den Fast Express. Fast Pass. Oh, das war auch auf der Gamescom. Da musste man so blöd, wie man konnte, beziehungsweise so originell, wie man konnte, oder so gut, wie man konnte, Fastpass sagen, und einer meinte dann so: Fastpass! Ich weiß nicht, wer das war. Ich glaube, das war. Ja, der hatte so einen ganz komischen Namen, aber auf jeden Fall hat er das mega lustig gemacht und hat dann seinen Fastpass auf jeden Fall bekommen. Jo. Hat super funktioniert. So, wir nehmen noch ein paar Stöcker mit. Nichts für ungut. Auseinandernehmen. Wir brauchen tatsächlich keine. Also, das ist krass. Ja gut, ja, ich dachte, sie nimmt die mal endlich auf, aber nee, das konnte ja wieder nicht gut gehen, ist ja klar. Was denn auch sonst? So, das ist sogar sehr hilfreich, zwischendurch mal so ein bisschen Stamina wieder aufzufüllen, also Ausdauer. Auf diese Art und Weise. Ich weiß gar nicht, wie es mit dem Auto hier aussieht. Waren wir da schon drin? Ich glaube nicht, ne? Ja, weißt du, wir übersehen so viel. Man kann auch theoretisch gar nichts mitnehmen. Großteils Gewehrmunition. Sehr hilfreich. Ich freue mich schon darauf, alles gleich einzuräumen zu Hause. So, im Kofferraum befindet sich leider nicht viel Nützliches. Was war das? Ich habe gerade irgendwie gehört, so, als ob ein Blitz eingeschlagen ist. Ja, die Wölfe bereiten mir wirklich große Sorgen. Ich würde sogar fast sagen, wir verziehen uns gleich hier in die Hochlande und versuchen, da irgendwo ein Gewehr klar zu machen oder so. Es gibt einen Aussichtsturm von einem Förster. Ich weiß beim besten Willen nicht. Oh Gott. Ich habe ihn gesehen. Ich höre die Wölfe die ganze Zeit, ob sie nun da sind oder nicht. Das bereitet mir gerade ernsthafte Sorgen. Renn um dein Leben, Alte, renn. Wenn die wenigstens so ein Halsband mit so einem Glöckchen dran hätten, ne? Wow. Wie du dann auch immer noch hörst, wie sie so ankommen, das ist gruselig. Ich kann nicht glauben, dass wir tatsächlich kein einziges vernünftiges Sturmgewehr oder so hier haben oder irgendwas, womit wir uns richtig zur Wehr setzen können. Wir haben alles immer nur so haltbare Sachen, weißt du? Das ist überhaupt nicht meins. Total, weiß ich nicht. So, Kälte zieht an uns, Hunger und Durst ebenfalls, aber das ist uns gerade relativ egal. Wie stark ist das mit der Kälte? Okay, wir sollten vielleicht bei Gelegenheit mal gucken. Eine Skijacke, ein halber Kilo, meine Güte. Ja, ist ja jetzt nicht so schlimm. Ich würde sagen, die ziehen wir an. Können wir theoretisch machen, spricht nichts gegen. Aber dieser Wintermantel, naja. 3 Kilo, das ist nun echt ein bisschen Königsklasse hier. Müssen wir natürlich nicht mitnehmen. Wir sind immer noch unterkühlt, sollten uns wahrscheinlich hier ein Feuer machen, damit es besser wird. Und ich glaube, das machen wir jetzt sogar mal. Ich kann euch eben noch nichts genau bestätigen. 1,3 Kilo. Mehr ist dabei leider nicht rumgekommen. Wie sieht's mit unserem netten Leder aus? Getrocknetes Leder kommt noch ein bisschen oben drauf sogar. Siehe und staune. So, Holz haben wir sowieso genug. Ich glaube, in der Feuertonne können wir schon mal. Ja, Petroleum ist mir jetzt nicht so lieb. Haben wir denn noch einen anderen Brandbeschleuniger hier irgendwo rumfliegen? Ah, wusste ich's doch. So, und jetzt hau rein.
Ich muss mal kurz gucken. Plus 4 Grad Celsius. Also Stöcke können wir auf jeden Fall auch mit reinhauen. Das ist sehr gut. 4 Stunden brennt das Ganze. Und hier drin wird es erheblich wärmer. okay, das wird langsam gruselig. 30 Grad. Ach du Scheiße, wie warm soll es denn hier drin werden? Hier hinten ist es wiederum kalt. Jo, das stimmt. Desto mehr wir uns entfernen, umso kühler wird es auch wieder. Ja gut, ich nehme dann mal eben kurz die Sachen hier mit. Das komplette Wasser natürlich. Das nehme ich mit. Müssen wir jetzt überhaupt mal schauen, wie wir das Ganze machen. In unsere extravagante Sturmlaterne, die super zuständig ist, also vom Zustand her, packe ich den Rest vom Petroleum mal eben rein. Refuel. Jawohl. Hau rein, Alter. Mach fertig. So, gut, das hat sich erledigt. Die Brechstange können wir leider nicht... Oh, der Zustand verschlechtert sich zunehmend. Das ist nicht gut. Ich sollte das Antiseptikum mal ein bisschen wegpacken. So, Wasserreinigungstabletten sind da aber nicht drin, oder? Was machen die Socken hier drin? Einfach mal so ein paar Socken, weißt du? Das ist total sinnlos. 24, ey, 0,4 Kilo nur für Tabletten. Die Reinigungstabletten können bleiben. Spricht nichts gegen. Verband haben wir auch noch über. Hier, nochmal ein Zehntel Kilo. Das sind auch nochmal 2 Kilo. Wir haben ja schon wieder Tabletten hier bei... Moment mal, Nähkästchen. Wo haben wir denn Nähkästchen? Hier, bitte. So, fertig damit. So, was fehlt noch? Nähkästchen, was ist hier drin? Ach so, alte Wäsche. Okay, die zerlegen wir gleich noch. Ja, die Erschöpfung nagt echt teilweise an unserer Tragfähigkeit für sämtliche Sachen. Das ist schon ein bisschen traurig. Hier drin fängt es gleich an zu brennen, weißt du? So, Brennholz haben wir auf jeden Fall genug. Stöcker müssen alle weg, würde ich sagen. Und das Buch verbrenne ich auch lieber mal. Sicher ist sicher. Nicht, dass da noch irgend so ein Geist rausspringt aus dem Buch. So, Streichhölzer und das ganze Gedöns. Davon haben wir mittlerweile auch wieder genug. Umlagern, umlagern, umlagern. Jawohl, das ist ein braver Ketzer. Der umlagert alles, der lagert alles um. Umlagern, genau. Hä? Moment, jetzt habe ich mich selber gerade irgendwie ein bisschen an der Nase gekriegt. Was ist denn jetzt überhaupt richtig? Der lagert alles um, genau. Nicht der umlagert alles. Wobei das was anderes heißen würde und in dem Sinne auch richtig wäre, aber... Ihr wisst, was ich meine. Das ist einfach gerade ein bisschen doof gelaufen. Mäh. So, Zunderbündel haben wir auch schon... Hey, da haben wir... Wir haben auch schon wieder 1,5 Kilo fast. Fackel nehmen. Nee. So, jetzt wird hier erstmal schön gebraten. So, was ist denn ganz wichtig? Spitzenfleisch mit Bohnen. Würde ich sagen, erhitzen. Dose aufschlagen. Wir haben keine andere Möglichkeit, leider. Uns fehlen dafür die Werkzeuge. Keine Axt, kein Dosenöffner. Wir haben ja nicht mal ein Dingens. Und jetzt gleich so schnell wie möglich essen. Nicht, dass uns das Zeug noch übel wird. Ich muss echt sagen, es zieht echt ziemlich an der kompletten Ausdauer. Also dieses Spiel so zu spielen, es ist wahnsinnig schwer. Also im Vergleich, weil man auf viel mehr achten muss, wenn das Spiel nicht so leicht ist. So, durstig sind wir auch schon wieder. Toll. Ich wusste, wir kriegen das hin. Geöffnet müsste hier irgendwo stehen und heiß. Heiß und aufgeschlagen. 510 Kilokalorien. Yep. Ja, ich glaube, die sollte auch mal weg, langsam. So, viel fehlt uns nicht. Allerdings würde ich sagen, das hauen wir uns noch rein zum Großteil. So, dann können wir das so zur Not noch mitnehmen. Kälte ist auf jeden Fall erledigt. Erschöpfung noch nicht. Wie viel haben wir denn noch über an diesen Reinigungstabletten? Okay, 4 Stück. Das heißt 4 Liter. Dann werde ich mich gleich darum kümmern.
11 Stunden Tageslicht. Also wir haben gerade tagsüber. Wir müssen trotzdem schlafen gehen. Das ist natürlich nicht so gut für den Körper, wenn man seinen Rhythmus ändert. Dose Kaffee. Wie viele haben wir davon? Das ist so eine Sache, die ich gerne auch mal langsam geklärt hätte bei The Long Dark durch ein Update. Dass man einfach den kompletten Kaffee auf einmal machen kann. Und nicht immer wieder ansetzen muss und immer wieder. Also es ist einfach eine große Kaffeetanne. Tanne, genau, Tasse. So, Luckpauling-Tee wird natürlich auch erzeugt. Ich guck mal, wo ich die ganzen Getränke einlager gleich. Ist bestimmt noch Platz für. So, Kräutertee, nur das Feinste. Nichts darunter, nur das Allerbeste. Es ist elendig, hier die ganze Zeit zu warten. Okay, gut, dann fange ich wenigstens nochmal hiermit an. Yep, nochmal. Nochmal. Wir haben fast den ganzen Tag hier alles am Verbraten. Ey. Das ist einfach nur noch traurig. Ich glaube, ich nehme demnächst wieder Zombies auf. Das wäre, glaube ich, ein bisschen cooler als das hier. Aber ich glaube, bei Long Dark fehlt einem auch einfach so einer, der daneben sitzt und ein bisschen mitkommentiert. Müde. Nicht, dass wir noch an Erschöpfung sterben. Ich bin so müde. 2 Stunden macht das Ding auf jeden Fall noch. Ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt gleich mal bei Gelegenheit, wo wir den eh schon aufgebrüht haben, einen Kaffee rein. Ja. Spricht hier eigentlich nichts gegen. So, Tasse Kaffee. So, bitte sehr. Einfach mal 2 Tassen Kaffee, dann geht's uns auch gleich schon wieder besser. Nicht, dass wir deswegen noch sterben. Ach nee, alles wieder gut. So, jetzt können wir dann weitermachen. So, Tomatensuppe, nö. Okay, machen wir weiter hiermit. Ich kann einfach nicht glauben, dass wir immer noch hier alles Mögliche über haben. Okay, weiter geht's. Halb so wild. Wir sitzen ja hier nur 8 Stunden und machen irgendwelche Teesorten rein und Kaffee und Tee und Kaffee und Kaffee und Tee. Es müsste eigentlich irgendwann langweilig werden. Zwischendurch mal so ein Lutschbonbon, mehr aber nicht. Das wird, glaube ich, helfen. Ja. Meine Güte. Jetzt schön. Uns fehlt jetzt noch ein bisschen Wasser. Wo wir gleich mal die Möglichkeit haben, nochmal 1 Liter extra. So, geschmolzener Schnee ist immer am besten, vor allen Dingen, weil man dafür nicht mal rausgehen muss. Okay. Ja, da hat sich die Feuertonne wohl erledigt. Ich gucke jetzt erstmal, was ich mit den Reinigungstabletten anstellen kann. Hat jetzt dann doch ein bisschen zu wenig gebracht. Sehr schade. Ja, es nimmt, also es nimmt uns höchstens so ein bisschen was von unserer ganzen Dingens ab. So. Hier kommt Tee rein und das ganze Zeug. Kaffee, Tee. Jo, das sind ja nicht gerade wenig Tassen. So, hier nochmal eine davon. Den Rest. Ach nee, stimmt. Oh, ich habe vergessen, dass. Stimmt. Das ist jetzt aber nicht gut. Ich habe vergessen, dass wir hier immer noch Sachen überhaben. Hagebutten und so ein Scheiß. Ah, was mache ich denn jetzt? Kaninchen gegart, das behalte ich. Die ganzen Sachen, die in Konservendosen sind, packe ich rein. Den Rest schleppe ich noch mit. Kondensmilch. Bleib mal schön im Schrank, du. Spitzenpfirsiche, Tomatensuppe. Alles Schöne bleibt drin. So, und das eklige Wasser kann ich... Ich lagere das mal eben hier ein. So, bei den ganzen Getränken... Sind ja alles irgendwo nur Getränkedosen. Dass man auch mal so eine Flasche findet mit Wein oder so, das fehlt eigentlich noch irgendwo. Ein bisschen zumindest. So, 2 Liter am besten. Ist ja ungefähr die Hälfte. Das nehme ich mit.
Salzcracker, okay, gut. Bisher sieht's ganz vernünftig aus. Die Klamotten, die über sind, werde ich gleich noch zerlegen, beziehungsweise mir die guten anziehen. Das kommt wieder rein. Das kommt ebenfalls wieder rein. Die kommen rein. So, Bartflechte, wo kann ich die denn reinpacken? Das ist auch eine gute Frage. Haben wir hierfür schon extra einen Schrank angelegt? Nee. Gerade noch... Oh, Zeitung. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen blöd. Bartflechte. So, hier kommen so die Naturalien rein. Mal gucken, was wir sonst noch haben. A bis Z am besten sortieren. So, das ist natürlich besser als das, was wir haben. Ansonsten sehe ich gerade nichts. Also die Handschuhe sind wichtig. Eine Mütze würde ich sagen, ist ein bisschen lästig, das Ding. Also mir wäre das sehr lästig, sowas zu tragen. Ich kenne es ja noch von früher mit so Mütze und Schal und schrecklich bei der Kälte. Also selbst bei der Kälte, wo man sich eigentlich drüber freuen müsste, man freut sich nicht drüber. Es ist einfach scheiße. So, ich schlafe mal wieder 8 Stunden. Da geht gleich wieder der Kilokalorienwert runter. Aber was willst du auch machen? Geht nix. Flüssigkeitsmangel. Okay, gut. Dann trinken wir eben. Wir trinken ganz viel. Wir sind richtig böse Jungs. Vor allen Dingen, weil wir als Frau spielen. Ich habe mich schon wieder verschätzt. Ich glaub's einfach nicht. Es ist so schrecklich. Es ist so schlimm. Es ist so schrecklich. Es geht gar nicht mehr. Jetzt können wir sogar noch ein drittes Mal hinlegen. Ich fühle mich wie einer, der total in was weiß ich nicht versinkt. Es gibt ja Leute, die so ihre Probleme haben mit dem Schlafen. Ne? Also sich immer wieder hinlegen und einpennen, hinlegen und einpennen. Sorry, aber so kann man sich doch keinen Job vorstellen später. Was soll man dem Arbeitgeber denn später erzählen, wenn man solche Probleme hat? Also ich meine, ich habe es ja auch so ein bisschen mit dem Schlaf, aber so extrem. Bei mir ist ja das Problem, dass ich kaum noch Freizeit habe, finde ich persönlich, und damit komme ich kaum klar. Deswegen kann ich mich in meiner Freizeit auch nicht mehr auf die Sachen konzentrieren, auf die ich richtig Bock habe. Das ist so ein bisschen das Problem. Gut. Ich würde sagen, die höheren Gebiete sind etwas gefährlich. Irgendwie hat das Spiel gerade ein bisschen Frame-Einbrüche. Ich versuche das zu stabilisieren. Sekunde. 3, 2, 1. Jupp, jetzt geht's wieder. Das ist so ein ganz kleiner Trick, der oft funktioniert. Also wenn es nicht so richtig funktioniert mit dem Arbeitsspeicher, einfach kurz das Spiel anhalten. Oder vielleicht... Oh Gott. Oh Gott. Ich bin tot. Ich bin tot. Kannst du dich nicht einfach totstellen? Gebt mir mein Trockenfleisch zurück. Boah. Nee, oder? Scheiße. Ich kann kaum mehr was erkennen. Das ist doch schrecklich. Boah, nee, da hinten ist ein Wolf. Oh Junge, lass mich in Ruhe. Nein, nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Verpiss dich, Alter. Junge, ich mein's ernst. Oh, rein da. Schnell, 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 schnell. Sämtliche Medizin. Ich kann nichts mehr erkennen. Sämtliche Medizin. Oh. Alles umlagern. Schnell, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Verbannt und hast du nicht gesehen. Antiseptikum, hau rein. Was wir auch immer machen können. Erste Hilfe, los. Hau rein, hau rein, hau rein. Beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Infektionsrisiko, Wunden behandeln. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Oh, wir haben es gerade noch so geschafft. Ich
würde sagen, wir nehmen jetzt mal schnell was zu trinken, was zu essen und dann ab ins Bett mit dir. Das habe ich ja gerade noch so überlebt. So, essen, 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 beeil dich, beeil dich, beeil dich. Hauptsache, dir geht's wieder gut. Der Herzschlag wird immer noch langsamer. Oh Gott. Wir dürfen nicht sterben. Die Kälte nimmt tatsächlich noch zu. Ich muss mich jetzt erstmal ins Bett legen. Wir schlafen jetzt erstmal 12 Stunden durch. Auf dass der Zustand sich wieder verbessert. Ey, das wird ein paar Tage dauern, bis die wieder in Ordnung ist. Scheiße. Wir haben aber auch keine Möglichkeit, uns irgendwie selber zu helfen, weißt du? Das ist total scheiße. Wenn mir das in der Wildnis selber jetzt so passiert wäre, also wenn ich unterwegs gewesen wäre, das wäre mein Ende gewesen. Der Bär hat es ja nicht gerade nett mit uns gemeint. Müssen wir vielleicht jetzt sogar immer noch was machen? Keine Leiden. Naja, wem sagst du das? Tatsächlich ist es so, wenn wir von Wolf angegriffen werden, ist es unser Tod. Okay. Ja, ich weiß nicht. Also ich würde mich jetzt am besten nochmal hinlegen. Mal gucken, was daraus wird. Wir sind ja schon fast wieder durch mit der Folge. Ey, das ist ja mega krass. Das geht so schnell vorbei. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Sowohl Getränke als auch was zu essen. Wir hauen uns nur das Beste rein. So, Hunger ist mittlerweile. Ja. Ich würde sagen, einen trinken wir noch. Oh, das hat sich gerade böse angehört. Ich hoffe mal, hier ist nichts reingekommen oder so. So, was können wir denn Feines zerlegen? Bin mal gespannt. Stimmt, die Sachen von gerade. Muss ich mal gucken, wo die sind. Warum tragen wir eigentlich die Lampe nicht mehr? Die haben wir die ganze Zeit gehabt. So, jetzt will ich hier mal. Um mich mal zu vergewissern. Damit fange ich nämlich jetzt noch an und dann mache ich das gleich zu Ende. Nimm das mit. Nimm das mit. So, ja. Ja. Ich gucke mir mal eben alles an. Das ist da drin. Was haben wir in der Schublade? Nix. Metallschrott. Ich würde sogar fast sagen, wir reparieren noch einige Sachen bei Gelegenheit. Nee, nee, nee. Okay, gut, wir sollten vielleicht ein paar Sachen wieder zurücktun. Ich hatte ja gerade ein bisschen Panik. Nee, das kommt nach oben. Ganz genehm. Medizinische Sachen immer schön sauber behandeln und einlagern. So, du kommst wieder hier rein. Ich würde sagen, ich zerlege dann gleich die Sachen soweit und mal gucken, was wir dann machen. Schublade leer. So, gut. Boah, mein Magen macht mittlerweile nicht mehr mit. Leute, dieses Mal ein bisschen, oh, dieses Mal ein bisschen früher. Ich würde sagen, das war's mit der Folge von Long Dark. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns gleich in der nächsten wieder. Ciao. Oder vielleicht auch nicht, wer weiß. Tschüss. Ja, das klang bescheuert.